Ich habe mal wieder die Kamera angemacht. So, ich bin jetzt hier in der Warteschleife. Ich warte jetzt auf einen Mann, der hier Möbel abholen wird. Naja, schauen wir mal, wie das mal so weitergeht. Also ich wollte euch ja auf dem Laufenden halten, was bei mir so abgeht. Bei mir geht erstmal gar nichts ab, außer dass ich hier ausräume, Zimmer leer räume, Sachen verkaufe. Also am 16. kommt hier ein Handwerker und klebt mir alles ab. Denn das ganze Bad wird ja auseinandergerissen. Ich werde euch mal das Bad einfügen, ne? Also wie das jetzt aussieht. So, das ist der jetzige Zustand vom Bad. Ziemlich groß, viel zu groß, wie ihr sehen könnt. Naja, ist schade, aber ist halt so, ne? Ist wie es ist im Leben. Manchmal muss eben etwas verändert werden, auch wenn man keine Lust darauf hat. Ja, also ich habe es sehr gemocht, dieses Bad. Und nun wird aus dem großen Bad ein etwas kleineres Bad. Wir werden sehen. Das soll also kleiner gemacht werden und es soll ein größeres Zimmer gewonnen werden. Also ich muss jetzt 2 Wochen raus, 2,5 Wochen ungefähr, weil am 18. dann wird alles abgerissen. Also Waschbecken, Badewanne raus, Toilette raus, also kein Wasser. Und ich habe es überlegt, Mensch, fährst du in Urlaub? Dann habe ich mir gedacht, oh, ich habe überhaupt keinen Nerv, jetzt in Urlaub zu fahren. So, wo es schön warm ist zum Beispiel, ne? Das müsste ich nach Übersee und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu lang, diese langen Flugzeiten und Zeitverschiebung. Mallorca, was mir bekannt ist. Ich habe gerade momentan genug Fremdes um mich rum und ich brauche gerade was Vertrautes. Okay, Mallorca ist mir sehr vertraut, aber da ist auch kalt im März. Gut, es kann schön sein, aber man kann auch nicht baden. Also fahre ich zu meiner Freundin nach Berlin und werde dann auch gleichzeitig mal nach Wohnung Ausschau halten. Also ich stehe jetzt nicht so sehr im Druck, dass ich unbedingt eine Wohnung haben muss. Natürlich werde ich hier ausziehen, weil die Wohnung wird vermietet. Ich werde nach Potsdam gehen, aber ich habe jetzt nicht den Druck, dass ich also obdachlos sein werde. Wenn die Handwerker fertig sind, werde ich erstmal wieder reingehen und werde in Ruhe weitersuchen. Weil unter Druck zu suchen, da findest du auch nur Schrott. Also ich habe mich angemeldet auf verschiedenen Wohnungsbörsen, dass ich Nachricht bekomme, weil falls, also ne, wenn neue Objekte reinkommen, ich kenne den Wohnungsmarkt mittlerweile in- und auswendig und der sagt mir überhaupt nicht zu, alles. Also ich will nicht ebenerdig wohnen in so einer neuen Siedlung, so in so einer Playmobil-Siedlung oder in so einem dunklen Loch oder in der Bude, wo keine Küche drin ist und kein Balkon ist und alles so fährt's, ne? Und trotzdem sind die Hütten teuer. Und also ich bin ganz gezielt, man weiß ab einem bestimmten Alter, was man will und auch was man nicht will. Was sehr gut ist, wenn man weiß, was man nicht will, so spart man sich Enttäuschung, ne? Und eine Menge Geld, weil ich habe keinen Bock, wieder dann umzuziehen in einem Jahr. Also vielleicht finde ich noch was. Ich habe mich mit einer Frau unterhalten, die sucht schon seit einem Jahr. In Kaput, nicht mal in Potsdam, in Kaput sucht die schon seit einem Jahr. Na toll, also Kaput ist bei Potsdam, am Wasser liegt das. Ich weiß es nicht, ich werde mal gucken, wie das weitergeht. Und ich werde natürlich die Kamera mitnehmen und euch auf dem Laufenden halten. Also nicht nur so, was abgeht oder nicht abgeht, sondern ich werde ein bisschen so Impressionen einfangen. Ne? Potsdam, sans souci, ohne Sorge, ohne Sorge. Also ihr Süßen, ich habe wieder dieses Sweatshirt an, ich liebe dieses Sweatshirt. Ich denke bestimmt, die hat auch nur ein Sweatshirt, ne? Aber ich mag das total gerne, dieses Sweatshirt. Das ist von Scotch and Soda, glaube ich. Das ist so ein Wohlfühl-Sweatshirt. Das ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Und naja, ich muss ja eh gleich mit ein bisschen Tragen helfen, weil ich wohne oben und wir müssen dann dieses Regal, kann der Mann ja nicht alleine tragen. Ja, und das war jetzt mal so ein Zwischenvlog. Und
die Vlogs, die ich dann da oben machen werde, ich habe das nicht mein großes Schneideprogramm. Mein Schneideprogramm habe ich auf meinem großen PC und auf dem Laptop. Der ist schon relativ, also der ist nicht mehr kompatibel mit diesen, also dieser Mac, ne, mit diesem neuen iMovie. Ach, das ist immer, das wird dann nicht mehr unterstützt von Apple. Ach, das ist alles ein Scheiß. Ich will mir da jetzt kein neues Programm kaufen. Mit dem alten komme ich nicht so richtig klar, das ist so kompliziert. Also kriegt ihr die Videos so rein, ne, ohne groß jetzt Musik und geschnitten, und da habt ihr eben den Finger vorne beim An- und Ausschalten. Das ist dann halt so, so völlig aus dem Leben. Man muss ja auch nicht immer alles so korrekt, so toll, ne? Ja, was haben wir noch? Ja, ach so, ich habe meine Sachen da abgeschickt an euch, ne? Die an die 8 Gewinnerinnen, das ist weggegangen. Schön, dass ihr mir gleich geantwortet habt, und das ist jetzt unterwegs auf der Reise zu euch. So. Ich bin ja nicht in das Ding jetzt hier warten auf den gestrigen Tag. Also ich könnte mich nur noch totlachen. Das Leben ist irgendwie total verrückt. Naja, es ist irgendwie, ich will das jetzt alles locker nehmen und easy. Meine Güte, ich habe 3 Kinder großgezogen. Ich habe so viel gemacht in meinem Leben schon. Und wenn man da immer rumgejammert hätte, ach, das und das und dies und jenes. Meine Güte, das Leben ist eines der schwersten, ist klar. Aber man kann das auch alles ein bisschen von der humorvollen Seite sehen. Also, wie gesagt, mit Arbeit und Kinders und den Mann den Rücken freigehalten und ein eigenes Geschäft gehabt und mich selbst neu erfunden permanent und Scheidung und was man alles so hatte. Ne? Wir Frauen haben ja eine Menge am Hacken, ne? Sehr viel am Hacken. Und ich kenne jemanden, der hatte mal so einen geilen Spruch drauf, wenn man da was sagt. Pass mal auf, Jammern füllt keine Kammern. Auch so ein richtiger Bauernspruch, ne? Jammern füllt keine Kammern. Ne, stimmt aber, ne? Nun denn. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr seid gesund. Mir geht es soweit ganz gut. Ich lebe in einer totalen Unsicherheit. Und ich habe mir vorgenommen, keine Angst zu haben. Und ich habe mir vorgenommen, auch kein, das ist nicht stressig zu sehen. Stress? Was ist das? Wie sagte Karl Lagerfeld, Stress? Kenne ich nicht, kenne nur Stress. Ja, Stress kenne ich auch. Hm? Gut, also Stress, wozu? Machen wir uns nicht verrückt. Es ist sowieso, wie es ist. Ihr Süßen, es ist schön, dass ihr dabei seid und meine spontanen Vlogs euch anschaut. Ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst es euch gut gehen. Genießt es, geht raus, guckt euch die ersten Krokusse an, die sich so das Köpfchen so durch den Rasen quälen und gen Himmel strecken. Es ist immer wieder schön und immer wieder neu. Jedes Jahr das gleiche Spiel. Bis bald.